Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum zweiten Teil des Videos zum Bau meines Stellpults. Heute versuche ich oder heute werde ich, ich weiß ja, dass es funktioniert hat, die Elektrik in das Stellpult rein zu quetschen. Das sind ja bloß diese mageren 17 mm, die das ganze Ding hoch ist. Und da müssen jede Menge, wir sehen es hier im Hintergrund so ein bisschen schon, da müssen jede Menge Dinge rein, da müssen jede Menge, ja, bistabile Relais rein, da müssen, ach, was da alles rein muss. Wir sehen es ja jetzt im Hintergrund sowieso gleich ablaufen. Doch zunächst wollen wir erstmal an dem Teil machen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Denn genau mit diesem Bild, was wir jetzt gerade sehen, wer ab jetzt zum Schluss geguckt hat natürlich, wird sich daran erinnern, dass ich das noch draufgelegt habe und dann war das Bild weg. Das ist einfach zu lang. Das heißt, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass ganz am Ende dieser kleinen Serie auch nochmal eine Übersicht kommen wird, wie ich alles gebaut habe. Dann allerdings mit wesentlich weniger Details und auf die Schnelle sozusagen, wie ich das Ganze gemacht habe. Und wer sich dafür interessiert, wie die Feinheiten gemacht wurden, beziehungsweise Feinheiten will ich nicht mal sagen, sondern die ganzen Kleinigkeiten gemacht wurden, der sollte sich natürlich jetzt hier dies angucken, die Serie angucken. Und daher, das ist also so. Ich freue mich natürlich, wenn ihr euch alles anguckt. Natürlich ist ja logisch, weil macht ja auch viel Arbeit, solche Videos zu erstellen. Und wenn sich's angeguckt wird, macht es umso mehr Spaß, euch das auch zu zeigen, was ich mache. Was mache ich? Man sieht's, ich schraube jetzt die selbst gedruckten Scharniere hinten fest. Das ist natürlich, ich bin so ein Typ, der nicht gerne zerstört, muss ich ehrlich sagen. Ich schraube ja jetzt in die Holzplatte meiner Schrankwand sozusagen rein, was ja in Ordnung ist. Es soll ja auch so hin. Es ist ja auch ein Loch drunter gebohrt worden, wo die ganzen Kabel durchgelegt werden. In dem Fall muss ich sagen werden, weil ich habe ja schon mal ein Videoschnipsel, wo man gesehen hat, wie es schon drin ist. Und jetzt sehen wir, das passt wunderbar auf diese. Es ist nämlich wirklich nur so, dass der Spalt dazwischen, der ist, glaube ich, 2, ach, lasst mich lügen, ich runde mal auf 5 Zentimeter hoch, und wenn ich sage 17 mm, ist das genau berechnet worden, dass auch die kleinen Taster, wenn die oben rausgucken, wo ich dann drauf drücke, was wir ja noch sehen werden oder am Anfang auch gesehen haben, die müssen auch noch drunter passen. Ja, deswegen diese 17 mm, das habe ich genau ausgemessen. Hier mache ich einen Fehler, den, wie soll ich ihn sagen, ich habe es ja auch hingeschrieben, ich habe das ja kopfüber alles montiert, ich stecke die kleinen Taster rein und klebe die mit Sekundenkleber ringsrum fest, was übrigens, ich ja gesagt habe, auf dieser Platte bombenfest klebt. Also ich kriege die nicht rausgedrückt. Ich musste mal ein paar entfernen, nämlich weil ich diesen Fehler gemacht habe. Der Kleber ist nämlich runtergelaufen bei manchen, nicht bei allen, bei wenigen sogar nur, und ist dann vorne an den Taster ran und hat den Taster verklebt. Der war knochenhart, den konnte ich nicht mehr drücken. Und dann musste ich natürlich raus. Ich musste tatsächlich mit der Zange, ich habe eine Wasserpumpenzange geholt, rausbrechen. Brechen hinten aus dem Brett. Das klebt so bombig fest, dass ich ruhigen Gewissens alle Taster von unten nur verklebe. Problemchen dabei ist allerdings, dass da, wo ich es rausgebrochen habe, da musste ich dann auf der Rückseite die Taster mit, nicht Sekundenkleber, mit Heißkleber verkleben. Und das ist natürlich, ja, es ging nicht anders. Ich hatte keine Plane oder keine glatte Oberfläche mehr. Und dann ist ja mit Sekundenkleber nicht viel los. Also musste ich das machen. Und dann sieht es an diesen Stellen ein bisschen unsauber aus. Da sind so Wulste drauf. Aber ich sag mal, okay, es ist von unten, es ist die Rückseite. Ich mache mich da nicht verrückt. Mir ist wichtig, dass es von hier oben ordentlich aussieht. Und wir sehen gerade, dass ich diese kleinen Blenden jetzt aufklebe. Auch da musste ich eine ganze Weile überlegen, wie mache ich's. Mache ich auch mit Sekundenkleber, hätte den Nachteil gehabt, dass wenn es rausquetscht an der Seite, ich dann überall diese, naja, Kleberflecken drauf habe. Deswegen habe ich mich dann für diesen Uhu-Kleber da entschieden, der hatte zwar gut aus, aber man kann immer noch diese kleinen Blenden so ein bisschen drehen und bewegen, sodass man immer noch irgendwo Spiel hat. Ja? Alles, was ich baue, baue ich zuerst auf so einem Steckbrett auf. Und auch wenn ich mir das vorher aufzeichne, wenn ich weiß, was ich machen will, wie ich es verschalten will, ich probiere es vorher auf Steckbrettern auf. Die obere LED, die gerade hinter meinem Daumen verschwunden ist, die simuliert das, die Weichenstellung. Das heißt, da gehen dann auch 18 Volt rein und nicht wie hier 12 Volt. Und die untere LED, die simuliert mir
die Rückmeldung. Und das ist, wie gesagt, nur eine kleine Geschichte. Hier habe ich natürlich probiert. Man sieht, manches funktioniert nicht, es unterstellt sich nicht um. Also wie gesagt, Theorie und Praxis sind wirklich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Deswegen baue ich alles immer auf. Jetzt kommt das Nächste, der Theoretiker und der Praktiker. Ich bin beides. Ich muss probieren. Ich habe ja so ein Stellpult in der Form noch nicht besessen. Es ist ja zurechtgeschnitten worden für meine Größe. Und ich wollte es alles auf Lochplatinen aufsetzen. Schön ordentlich, damit das alles gut funktioniert. Und der aufmerksame Betrachter wird gesehen haben am Anfang, es sind keine Lochlaster. Oh Gott, Lochrasterplatinen verbaut worden. Ich nehme die also wieder weg und entscheide mich genau für die Technik, wie wir sie hier gerade sehen. Und zwar, dass die Relais kopfüber mit einem Tropfen Sekundenkleber angeklebt werden. Die kann man sehr gut wieder lösen. Man muss ein bisschen mit der Zange so, dann macht das Knack und dann sind die wieder ab. Das passt also wunderbar. Wenn mal eins kaputt geht, kann ich sie ganz locker austauschen. Und jetzt markiere ich mir erstmal, denn wenn die kopfüber drauf sind, was ich wo hin machen möchte, wo welche Litze hinkommt, wo was angelötet wird, und deswegen kommen da jetzt verschiedene Punkte drauf, also weiß, orange, blau. Ich habe da verschiedene Markierungen mir gesetzt, damit ich weiß, was ist Wechselstrom, was ist Gleichstrom, wo ist der Eingang für die Taster und so weiter und so fort. Und hier sehen wir schon, das ist ungefähr die Stelle, wo ich damals diesen kurzen Ausschnitt gemacht habe, ein bisschen später. Damals war ich links hinten auf der Ecke, jetzt bin ich schon hier unten. Und eine Schweinearbeit. Ich sag's mal ganz ehrlich, das ist eine Schweinearbeit. Ich habe da tagelang vor diesem Ding gesessen. Es soll ja nicht bloß Taster an einem Relais geschaltet werden, sondern es sollen ja auch Querverbindungen geschaffen werden. Wenn ich zum Beispiel eine Weiche hier drüben schalte und es bedingt, dass die auf der anderen Seite, nicht auf der anderen Seite der Platte, sondern daneben irgendwo, soll die gleich mitgeschaltet werden. Ich möchte also vermeiden, dass wenn ich irgendwo drüber fahre, als Beispiel zwischen zwei Gleisen, die Schräge dazwischen, wo dann beide Weichen umstellen müssen. Ja, das ist mir wichtig, dass wenn ich eine drücke, dass ich beide Stellen in die gleiche Richtung, so dass ich einen Gleiswechsel vornehmen kann, ohne zweimal zu drücken, sondern nur einmal zu drücken. Dasselbe ist nachher, wir haben es eingangs ganz kurz mal gesehen, in meiner Wendel, die im Schrank eingebaut ist. Auch da sind Verknüpfungen mit Gleisen mit Weichen nach außen gelegt. Das heißt, wenn ich in die Wendel einfahre, stellt sich automatisch eine Weiche, die praktisch zu der passt, die da einfährt in die Wendel. Ja, so dass ich keine Probleme habe. Ich bestimme dann lediglich, wo ich wieder rausfahre. Sollte man ja machen. Es war mir ja wichtig. Ich wollte ja nicht eine automatische Steuerung haben. Ich will ja nicht einen Knopf drücken, Sarah, du fährst jetzt zum Bahnhof Dobbingen. Du fährst zum Bahnhof hier auf der Seite meinetwegen. Nein, ich will das selber steuern. Aber bestimmte Sachen, die man vergessen könnte, habe ich ausgemerzt dadurch. Und dann gibt es ja immer noch meine Rittkontakte, wenn ich über ein rotes Signal fahre, dass ich automatisch das Signal auf grün stellt und. Also ich habe mich hier relativ gut abgesichert, weil ich einfach keine Lust habe auf irgendwelche Problemchen, dass meine Züge entgleisen aufgrund von falsch gestellten Weichen. Die werden schon genug entgleisen, weil irgendwas ist oder wie auch immer. Ja, und deswegen will ich wenigstens das ausschließen. Hier zeige ich euch bloß mal ein bisschen, wie ich da rumgelötet habe. Manch einer wird sagen, um Gottes Willen, was macht der da? Das sieht ja aus. Jein, ich muss es mal so sagen, jein. Das ist Absicht. Das heißt, ich habe viele Kabel direkt verlegt. Ich baue hier nichts mit Schrumpfschläuchen oder wie gesagt mit Platinen, das habe ich verworfen, sondern es wird alles direkt gelötet, entweder mit einem weißen Kabel, mit einer weißen Litze, wie wir im Hintergrund sehen, oder mit steifen Drähtchen, die direkt gebogen werden, wo sie hin müssen, ohne dass sie was anderes berühren. Darunter kommt keiner hin. Und diese ganze Mimik, diese ganze, das ist so fest, da bewegt sich nicht ein Teil da unten. Also ein Kurzschluss ist ausgeschlossen, es sei denn, man haut da mit dem Hammer rein da unten. Ansonsten ist das alles kurzschlusssicher irgendwo. Da habe ich schon Obacht gegeben, dass da nicht viel passieren kann. Hier sehen wir jetzt, wie ich die reinklebe. Hier habe ich zum Beispiel bei dem linken Relais das Problem gehabt. Ihr seht, ich habe es jetzt nach links wieder versetzt.
dass es da nicht geklebt hat. Da war ein Tropfen, da war es nicht ganz plan. Ja, das reicht schon aus, dass es nicht geht. Hier sehen wir ein bisschen die LED durchleuchten, wenn ich das so teste vorne. Ich habe da so ein kleines billiges Netzteil. Da kann ich dann mit 2,3 Volt, was ich da mal einstelle, also damit ich keine Widerstände brauche, das schön durchtesten. Wo ist rot, wo ist grün, das muss ja gegensätzlich geschaltet werden und so weiter und so fort. Und dann kann das, wenn ich das getestet habe, auch angeschlossen werden. Ist wie gesagt eine sehr, sehr langwierige Arbeit irgendwo, aber ich habe mich irgendwann mal rangesetzt und ich habe gesagt, jetzt mache ich das, ich ziehe das nicht mehr in die Länge, ich tue das jetzt machen. Wieder dieser feine Deutsch, den ich überhaupt manchmal drauf habe hier. Und jetzt sehen wir das. Das Ganze ist in wie so kleine Module unterteilt, immer so kleine Schalterflecken, irgendwo will ich das mal so bezeichnen, die immer separat für sich geschaltet sind und dann lediglich Querverbindungen zu so einem anderen Teil haben. Und wenn wir das sehen, dann denkt die Kabel, Gott, was liegt denn da alles krumm und schief rum? Es ist, wenn man sich da vorsetzt und sich das anguckt in Ruhe, ist das alles nachvollziehbar. Das heißt, man kann sich da wirklich hinsetzen und sagen, alles klar, der Taster geht dahin, diese LED wird von dort gesteuert, das geht da und so weiter und so fort. Es liegen ja so viele Spannungen nicht an. Es gibt ein 12 Volt Plus, es gibt ein 12 Volt Minus und es gibt die eine Phase vom Wechselstrom. Mehr geht hier nicht rein. Ja, und der ganze Rest wird davon irgendwo gesteuert. Und diese drei habe ich farblich sortiert nach Grün, Rosa und Lila. Das sind meine Favoritenfarben hier gewesen. Ne, die hatte ich einfach da. Und damit konnte ich eben sagen, okay, rosa ist mein Wechselstrom, grün ist Minus und lila ist Plus. Das habe ich mir irgendwann mal so ausgedacht, das hat gepasst. Und somit konnte ich das Ganze verlegen und ich habe das wie so einen Ring gelegt. Erst wollte ich so, dass ich von einer zentralen Stelle die Stromversorgung wie so einen Stern ausführe, nach überall. Habe mich aber entschieden, aufgrund, wenn man ein Fehlerchen ist, ist es besser, wenn man wie so einen Ring macht. Finde ich zumindest angenehmer. Hier sehen wir übrigens, dass ich noch Löcher nachbohren musste. Ich habe es in der letzten Folge mal gesagt. Ich habe einfach an manchen Stellen das noch vergessen. Ja, das ist zum Beispiel da die Verbindung hier unten in der Wendel, die wir hier unten sehen, da wo unten in der Mitte, da fehlt das auch noch. Ja, das heißt, das habe ich so beim erstmaligen Bauen gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich ja die Weichen auch nach innen stellen muss, gerade in der Wendel. Und ja gut, das habe ich nachgebohrt. Da ist auf der Rückseite nichts, kann da nichts sein, weil da kein Taster, kein LED, nichts ist. Einzig muss ich Obacht geben, dass da an der Stelle nicht unbedingt gerade ein Relais hingeklebt ist, aber habe ich nicht. Die habe ich alle schön nochmal an die Seite gemacht, das hat gepasst. Das war an sich eine recht entspannte Angelegenheit. Ja, jetzt sehen wir nochmal die bistabilen Relais, die gekommen sind. Das sind ja die Ersatzrelais für die kleinen Mini-Relais, wer sich erinnert, die ich mal hatte. Die habe ich übrigens noch zurückgeschickt. Brauchte ich nicht unbedingt. Und wir sehen, dass doch das ganze Stellbrot einiges an Relais verschlingt. Hier sehen wir jetzt die Punkte, die ich drauf mache, was ich vorhin sagte. Das heißt weiß, blau und orange. Das sind so Lackstifte, ne? Das kennt ihr von den Weißen her. Macht sich ganz gut. Und hier habe ich mal die Belegung gezeigt. Da wurde ich mal drum gebeten, das mal zu zeigen. Ich habe es auch im Community-Post und auch auf Instagram auch reingestellt. Aber da ich weiß, dass es nicht alle gucken, habe ich es hier auch gemacht. Das war jetzt schön, wa? Und hier sehen wir schon, wie es funktioniert. Ich schalte immer über, wenn der rote Punkt leuchtet, kann ich diesen Taster drücken. Leuchtet der grüne Punkt, kann ich ihn nicht drücken. Dann heißt es, ist ja eine Durchfahrt und die brauche ich nicht nochmal zu stellen. Deswegen habe ich das so gemacht. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch von meiner Modul-Stellpulssteuerung, die ich vorne an der Blende dran habe, die wir gerade nicht sehen, die hier eigentlich oben drüber wäre. Hier sehen wir das Gegenstück unter meiner oder an meiner Anlage praktisch, wo ich wo ich ja die ganzen letzten hinführen muss. Ja, das Stellpult ist ja nur das Stellpult. Das heißt, es regelt lediglich die Ströme oder besser gesagt die ganzen Relais zum Schalten der Weichen. Es kommen nur Steuerimpulse an. Also mein Stellpult schickt nur Steuerimpulse rüber. Also hier gehen keine großen Ströme drüber. Es werden nur die rüber geschickt, die kleinen Strömchen. Hier sehen wir jetzt eine Diodenmatrix. Die hatte ich auch bei Instagram mal eingestellt, mal gezeigt, was dieses Teilchen. Die ist dafür da, viele werden es kennen, manche auch nicht, dass ich meine Doppelkreuzungsweiche vernünftig ansteuern kann mit vier Tastern. Muss ich ja immer verschiedene Weichen miteinander kombinieren, so dass ich auch eine Durchfahrt in verschiedene Richtungen machen kann. Und das geht natürlich über so eine Diodenmatrix, wenn man analog anspricht, so wie ich. Wer da Fragen zu hat, gerne
in die Kommentare damit oder mir eine Nachricht schicken. In der Kanalinfo ist meine E-Mail drin. Ich weiß, manche haben solche Fragen. Könnt ihr gerne machen. Ich kann auch mal ein Video drüber machen, über solche kleinen Spielereien. Und hier sehen wir es mal aus der Nähe. Meine Nester, meine Kabelnester. Und ja, ich bin ja nun mittlerweile wieder schon ein Stückchen meiner. Die ganzen Kabel, die oben rechts noch liegen, die wären für die Beleuchtung. Das kommt übrigens im nächsten Teil dann dran. Das möchte ich euch dann gerne zeigen. Hier sehen wir übrigens die DKW-Steuerung. Ich drücke, man sieht meinen Finger überhaupt so ein bisschen. Hier drücke ich in dem Fall nicht auf die rote, sondern hier hat jede Taste sozusagen ein eigenes Pult. Und man fährt immer so wie die grünen LEDs. Und das dazu brauchte ich eben diese Diodenmatrix, damit das funktioniert, dass wirklich alles sich doppelt stellt, so dass ich sagen kann, wenn ich zum Beispiel dort drücke, wird durchgefahren, drücke ich unten, geht es schräg nach oben, drücke ich rechts oben, habe ich den Bogen, drücke ich rechts, habe ich den Bogen nach unten. Das ist die einzige Sache, die man sich dabei merken müsste, aber es wird einem ja angezeigt und das war wieder ein bisschen Fummelkram. Und hier sehen wir so ein bisschen, es ist ein bisschen unscharf, das liegt aber daran, weil ich es nicht komplett ausgemacht habe, dass die Kamera, die das so viel heller macht immer, auch die LEDs so ein bisschen zeigen kann. Ansonsten ist das so mit dem Licht auf der Anlage, sieht man das ein bisschen schlechter, wenn ich das so mache. Und hier sehen wir schon die ganzen doppelten Funktionen. Wenn ich jetzt hier in der Mitte drücke, schalten sich die äußeren Weichen wieder auf und so weiter. Das haben wir hier vorne auch. Wenn ich da jetzt drücke, würde sich das umschalten alles, so dass ich immer sagen kann, ich habe kleine Weichenstraßen, die ich machen kann, so dass meine Züge da gar nicht erst entgleisen können. Und ihr seht schon, ich drücke immer auf die roten, wo die roten LEDs leuchten, weil nur dort brauche ich es machen. Weil wie gesagt, wenn es grün leuchtet, ist es Quatsch, brauche ich es nicht tun. Feiner Deutsch wieder mal. Und jetzt sehen wir schon, wenn ich jetzt durchfahren will, drücke ich da an der Mitte drauf und die beiden Weichen schalten automatisch mit um. Hier drüben ist der obere Bahnhof auf der linken Seite, der noch keinen Namen hat. Das wird so ein Kopfbahnhof. Auch dort, das funktioniert schon. Und hier unten ist die Wendel, wo ich sage, die beiden inneren Taster haben komplett noch gefehlt. Kann ich also alles umschalten und durchschalten. Und da sehen wir, dass auch alles miteinander irgendwo funktioniert. Die Weichen können einzeln gestellt werden, die Weichen können doppelt gestellt werden, die bedingen einander. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut und ich habe mich auch gefreut, dass es so gut funktioniert. Und ich finde, das kann sich sehen lassen, dass die ganze Geschichte. Jetzt fehlt noch, wie gesagt, unten rechts der Beleuchtungspart. Das kommt jetzt, da bin ich also fast fertig schon mit. Das zeige ich euch dann in der nächsten Woche. Und dann haben wir eigentlich das mit dem Stellpult schon durch. Dann werde ich irgendwann mal das Video erstellen. Das ist übrigens meine Untergrundwartungsbeleuchtung da oben links. Die habe ich jetzt hier nicht mit draufbringen wollen, das brauche ich nicht. Und hier sehen wir schon, wie es verschwindet. Habt ihr gesehen, wie die LED-Lichter aufgetaucht sind beim Reinschieben? Das meinte ich vorhin. Wenn die Beleuchtung oben an ist, nimmt die Kamera die kleinen LEDs kaum wahr. Und deswegen habe ich das Licht ausgemacht, deswegen war es ein bisschen unscharf. Und ihr seht, das passt wunderbar rein. Auch es funktioniert auch alles schon. Jetzt verschwinden die regelrecht vorne wieder. Also es ist wirklich, die Kameras sind sehr, sehr empfindlich und das passt, es funktioniert. Und ja, mit diesen Bildchen, wo ich doch recht froh bin, dass das so schön funktioniert hat, verabschiede ich mich von euch. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Da kommen wieder sehr, sehr interessante Sachen, wenn es um die Beleuchtungsgeschichten geht. Und da sage ich mal, macht's schön gut bis dahin. Alles Gute, eine schöne Woche. Tschüss, euer Uli.